So Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, wie ich es letztes Mal schon angekündigt hatte, werde ich vorhaben, ein Question-and-Answer-Video zu machen, weil ich halt wieder zu einer Arbeit fahre in Goondiwini. Das liegt ungefähr 350-400 Kilometer im Westen von Brisbane, so an der Grenze von Queensland und New South Wales. Und ja, da ich dann natürlich weniger Reisevideos machen kann, weil schließlich arbeite ich jetzt noch, wenn es funktioniert und alles klappt, zweieinhalb Monate, um einfach wieder Geld reinzukriegen und ja, dann wie gesagt Auto verkaufen und dann irgendwann mich umorientieren und nicht mehr in Australien bleiben, sondern woanders hin. Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, nach über einem Jahr, dass ich wieder ein Question and Answer mache. Deswegen wäre es cool, wenn ihr mir einfach eure Fragen unten jetzt hier in die Kommentare schreibt. Ob ihr eine Frage habt, zwei, drei, das ist ganz egal. Und ich mache es genauso wie das letzte Mal. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kevin fragt, was ist mein Lieblingsstrand in Australien, und irgendeine Lisa fragt das dann auch, dann werde ich natürlich nur eine Frage davon beantworten und das halt wieder mit Screenshot einblenden. Nicht, dass ihr euch wundert, warum dann diese Frage von euch nicht drankommt. Einfach, weil wer anders die dann schon eher gestellt hat. Und ja, ich werde es, wie gesagt, nach demselben Prinzip machen. Ich screenshotte eure Frage, blende die dann kurz ein und ja, werde sie beantworten. Und sollten wieder viele Fragen kommen, wie beim letzten Mal, da waren es ja ungefähr 50 verschiedene Fragen oder so, werde ich das aber diesmal nicht so machen, dass ich ein großes Video mache, was dann ungefähr eine halbe Stunde geht, sondern ich werde das dann einfach splitten, je nach Länge. Und ja, da müsst ihr nicht eine halbe Stunde durchgehen, das angucken, sondern könnt einfach, was weiß ich, ein 6-7 Minuten Video angucken und dann das nächste Mal wieder und so weiter. Und ja, ich bin hier gerade in Toowoomba, das ist auch wieder beim Picnic Point, wo man hier so eine Aussicht hat, das ist so eine Stadt, die auf dem Hügel liegt. Aber hier halte ich mich jetzt auch nicht lange auf. Ich mache jetzt kurz hier dieses Video und dann werde ich weiterfahren. 2,5 Stunden muss ich noch. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf eure Fragen. Und ja, seid einfach gespannt auf das nächste Video oder die nächsten Videos. Natürlich, je nachdem, wie viele Fragen ihr mir stellt. Aber hoffentlich kommen da genug Fragen. Ja, und dann hatte ich ja im letzten Video auch erwähnt, dass ich ja auch so einen Spendenlink hatte. Und falls irgendwer Lust hat, ist natürlich kein Zwang oder irgendwas natürlich, dürft ihr gerne spenden. Und zwei haben sogar wieder was gespendet. Und zwar einmal der Martin, der hatte 5,55 Euro gespendet. Und ja, meine Mom hat mir sogar auch was überwiesen, das waren sogar 20. Also vielen Dank auf jeden Fall für euch beiden. Für euch beiden. Ist das Deutsch, ja, ne? Vielen Dank euch beiden, so rum. Ja, auf jeden Fall mega cool. Und ja, dann wäre es das eigentlich schon mit dem Video, da will ich nicht groß weiter dran rumreden. Wie gesagt, stellt mir eure Fragen und ja, bleibt auf jeden Fall am Start, abonniert mich, bleibt am Ball und schaut einfach in die nächsten Videos rein, wenn ich dann die Fragen beantworte. Also, bis später. Okay.